In diesem Video sehen wir uns den Einsatz von Perspektiven an Datenmodellen an. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ich bin nun mit Management Studio auf das AdventureWorks Datenmodell verbunden. Dieses verwenden wir jetzt für die Erläuterung und Erklärung der Perspektive. Aber zunächst, was ist eine Perspektive? Eine Perspektive ist eine Teilmenge des Cubes oder auch, wie der Name schon sagt, eine Sicht auf den Datenwürfel. Dadurch kann der Benutzer auf einfachere Weise das Datenmodell konsumieren und reduziert sich die Komplexität und erhöht sich die Übersicht für den Benutzer, der oftmals ja nur einen kleinen Ausschnitt vom Datenmodell verwenden möchte, um seine Analyse- oder Berichterstellungsanforderungen zu erfüllen. Die nächste Frage ist mit Perspektiven, was kann ich einer Perspektive zuordnen? Was kann ich dieser Sichtweise zuordnen? Das sind einerseits Dimensionen von Datenmodellen, Attributen, Hierarchien, Measure-Gruppen, einzelne Measures und vieles mehr. Aber das sind die wichtigsten und häufigsten Eigenschaften oder Datenbankobjekten, die man einer Perspektive zuordnet. Sehen wir uns das technisch nun mit dem Tabular Editor näher an. Ich bin nun auf das AdventureWorks Datenmodell mit dem Tabular Editor verbunden und sehe im Bereich Perspektive bereits eine vorgefertigte Internet Sales Perspektive. Um zu verstehen, welche Dimension oder Attribute nun diese Perspektive beinhaltet, gibt es im Menü oben unter Perspektive Internet Sales und sehe, dass plötzlich die Dimension Customer verschwindet. Ich kann sozusagen hier in dieser Sichtweise nun einzelne Dimensionen oder auch Attribute einer Perspektive zuordnen oder auch ausblenden. Wenn wir nun mit Microsoft Excel auf das Datenmodell uns verbinden, sehen wir dass hier nun zwei Datenmodelle zur Auswahl stehen. Microsoft gibt sogar mit dem Typ an, ob es sich um das gesamte Datenmodell handelt oder um die Perspektive Internet Sales. Wenn ich nun diese auswähle, sehe ich nun mit meiner Pivot-Tabelle, dass plötzlich die Customer-Dimension ausgeblendet ist. Genauso, wie es hier definiert ist. Jetzt kann ich aber diese Kundendimension auch wieder einfügen. Dazu gehe ich mit einem Rechtsklick, Show in Perspectives und wähle Internet Sales aus. Ich speichere es. Und wenn ich nun meine Pivot-Tabelle aktualisiere, sehe ich, dass diese Kundendimension wieder eingeblendet ist. Wie man sieht, kann diese Schaltung von Perspektiven sehr, sehr nützlich sein. Jedoch ist der Hinweis zu nennen, dass Perspektiven sich nicht als Sicherheitsmechanismus eignen. Wenn ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.